bin wohl leicht an Karen geschädigt, Asra. Was? Was willst du damit sagen, Mel? Ich kann mich nicht verstehen. Wir rennen jetzt immer geradeaus, Benny. Okay. Soll ich aber denn... Weil hier waren jetzt zum Beispiel keine Kerzen. Hier sind wieder Kerzen. Blub. Blub. Guck mal, jetzt sind noch mehr Kerzen. Schau mal. Ja, ich wusste doch, in dir steckt ein Romantiker, Benny. Siehst du, das wollte ich vorhin schon machen. Und du? Nein, nein, du musst zurückgucken. Bitte guck zu. Kennst du das Phänomen aus den USA etwa nicht, Steve? Nee, was ist das Karen-Phänomen? Achso, Karen, die nur ausrastet. Wer gibt eine, die Karen heißt und nur ausflippt oder was? Ja, das ist so eine, sei nicht so eine Karen, ist dann halt, ja, ist halt so ein Spruch irgendwie. Wo macht man den Spruch? Wo kriegt man den zu hören? Auf Twitch oder was? Können wir uns gerne... Woher kennst du den, Benny? Ich kenne ihn auch nur aus YouTube-Videos und Twitch. Aha. Gib mal bei YouTube einfach mal Karen ein. Nee, ich brauche mir keine ausflippende Tussi anzugucken. So, jetzt soll nicht abwertend gemeint sein irgendwie, aber das ist... Nee, muss ich nicht haben. Guck mal, hier haben wir wieder eine neue Leinwand. Also ein Stück von der Leinwand. Teil 3, wunderbar. So, hier haben wir wieder was zum Vorlesen. Floor creepers. Traps in the floor. Traps devouring my foot. Afraid to walk. Das hört sich für mich tatsächlich eher wie eine Männerstimme ein bisschen an. Ja, das war jetzt gerade auch eine Männerstimme. Das ist für mich immer die gleiche Stimme, die du vorliest. Nee. Doch. Nee. Doch. Diese gemalten Zettel auf jeden Fall, Benny. Doch. Das weiß ich jetzt nicht, ob es die gemalten Zettel dieselben sind. Aber, Die Stimme ist immer die gleiche bei diesen gemalten Zettel. Das war eigentlich ja gerade von wegen. Das weiß ich halt nicht. Also das kann ich jetzt nicht mit Ja oder Nein beantworten. Okay. Ich hab dir auch keine Frage gestellt, Benny, die du mit Ja oder Nein beantworten sollst. Ich hab eine Aussage getroffen. Gut, und ich würde sagen, ich weiß es nicht, ansonsten würde ich dir widersprechen. Verstehst du, was ich meine? So, der Benny geht jetzt mal bitte einmal in die stille Ecke. Jetzt spiel doch alleine so, ich mach meine Cam aus, mach doch alleine hier weiter. So, nee, warte. Warte mal, kann ich denn jetzt hier... Ich weiß nicht, ob das so clever ist, einfach irgendwelche Ketten hier so zu... Warte mal. Das war, glaube ich, nicht so gut. Aber wir machen es mal weiter. Auch wenn da hinten jemand... Ja, das war tatsächlich auch im Original drin. Aber relativ zum Schluss tatsächlich. Okay, war das jetzt richtig, was ich gemacht Variona, habe? Variona! Dankeschön! Hallo, liebe Raiders! Willkommen bei mir und Steve, wir spielen gerade Layers of Fear. Wir machen einen kleinen Gruselkanal hier. Hallo! Holt euch was zu trinken, holt euch was zu knabbern und gruselt euch mit uns mit. Es wird schlimm, es ist schlimm. Es ist schon schlimm. Es ist wirklich ganz schlimm. Also für mich. Oh, was denn hier? Ein Hebel. Finish it or die trying. Finish it if it chills you. Don't let the doubt get you. Ja, nee, aber... Wir sind ein psychisch zerstörter Maler, der in einem riesengroßen Anwesen seinen Psychosen verfällt. Müssen wir jetzt Zahnräder sammeln? Ich glaube, Benny, du musst gleich rennen. Das war auch Teil der Demo. Also entweder, also rennen oder die halt, ja. Ja, warte mal, die halte ich doch auf hier. Achso, da bin ich auch. So, das ist geübt mittlerweile. Und wir können sie kurz, für einen kurzen Augenblick stunnen mit dieser Lampe, aber wir können ihr halt nicht entkommen. Oder wir können sie halt nicht töten in dem Sinne. Können wir versuchen abzuhauen. Und sie ist schnell und sie ist verärgert, weil wir haben nicht abgewaschen, oder? Nicht die Mühe, was irgendwas muss schon sein. Wenn wir irgendwas werden verkackt haben. Ich sehe halt nichts. Oh Gott, es ist dunkel. Aber ich höre sie. Hinter mir. Oh Gott. Also, wie gesagt, ich kann mich daran erinnern, in der Demo, ich habe diesen Part ungefähr so gespielt. Ah, schrei, schrei, schrei. Hey, warum kann ich denn. Meine Fresse. Also, die Türen sind aber auch anders. Ja, das sieht doch gut aus, Benny. Ja, wo bin ich denn hier? Du musst, glaube ich, weitere Zahnräder finden. Ja, eins habe ich ja schon gefunden.
Aber wo kann ich die denn jetzt wieder anbringen? Ich denke, du musst gleich hier nicht den Mechanismus finden. Okay, warte mal, hier war sie ja vorhin. Achso, guck mal hier. Warum läuft denn der jetzt nicht hier? Na, weil nicht der gleiche ist, oder? Kannst du da ein Rad jetzt ranmachen? Ja. Oh, da ist er. Hey! Hey, Schatz, na? Ich bin bei dem Park. Ich sehe so. Ich sehe wirklich gar nichts, Mann. Das ist ganz schlimm. Okay, hier war ein Rad. Da bin ich nach vorne weggerannt, dann gehe ich jetzt mal hier lang. Aber hier war ich auch schon. Fass, was da jetzt gerade war, du kannst jetzt zwar nicht mehr zurück, auf dem Fass war auch ein grünes Rad abgebildet. War da nicht einfach. Da lag doch vorhin das erste Rad, was ich eigentlich. Also, das, was ich gesammelt habe, oder nicht? Hä? Du weißt ja nicht, ob das halt der Raum schon war, in dem du schon warst oder nicht. Okay. Das sieht so aus. Okay, dann gehen wir jetzt mal hier lang. Aber hier war ich doch auch schon. Hä? Ich bin verwirrt. Jetzt doch nicht so eine also nicht so ein Labyrinth. Ich kann sowas nicht. So, warte mal, ich war hier noch nicht drin. Und hier. Dann gehen wir doch mal hier lang. Was? Ach, guck mal hier. Ist das Last Rad. Oh. Geh weg! Ja, get out! Ich bin ja schon auf get out. Warte mal, war das hier? Ja, oh Gott! Ich hab den Weg gefunden. Ey, ich bin stolz auf mich. So, jetzt kriegst du nochmal hier auf. Oh, oh, oh. Gott, oh Gott. Wo muss ich denn jetzt hin? Solltest du jetzt mit dem Mechanismus nochmal interagieren? Noch nicht. Aber warte, wir probieren es. Schnell wieder am Start. Ja, ja, ja. Wir probieren es jetzt gleich nochmal aus. Wir werden es jetzt nochmal kurz blocken. Ich hab doch jetzt alle drei Räder gefunden. Kann ich jetzt nicht einfach hier die Tür öffnen? Kann ich. Jo. Oh, ich will dir nicht. Was? 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 Helfen? Jetzt brauchst du auch nicht mehr. Die ganze Zeit hat sie dich angefleht. Ach so. Hilf mir. Nö, dann. Ist, ja, aber dann sollst du mich doch nicht so verfolgen. Der hat. Nö. Was? Melli, hey, Melli, 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 Melli. Oh Gott, oh Gott. So, gibt's denn hier noch irgendwas? Okay, also wir sind jetzt hier in unserem Büro. Das können wir ja noch von. Oh, Kamin. Oh, Kamin ist aber. Kamin ist schön. Nichts drin. Kann ich mich irgendwie. Nee, ich kann mich nicht ducken. Oh, 363. Achso, dass du was gesehen hast. Ist denn hier ein Telefon? Oh nein, schau mal nach oben. Ist das Ding, was jetzt. Ach Gott. Kannst du dich noch dran erinnern? Nee. Also, wenn das jetzt dieser Part ist, weil wir spielen das Remake quasi von dem Original von 2016. Hm. Und jetzt wird sich wahrscheinlich dieser Raum sehr drastisch nach oben weiter öffnen. Was hast du gesagt? 363. Ich muss es gedrückt halten. Muss mir doch einer sagen. Kennst du eigentlich noch eine Wählscheibe, Ben? Hast du ja. Hast du mal ein Telefon mit Wählscheibe telefoniert? Ja, ja, ja. Kenn ich noch. Ist zwar sehr, sehr lange her. Schau mal jetzt nach oben. Ja. Oh, Scheiße. Was ist denn hier passiert? Ja. Sind wir jetzt Adventure Time oder was? Nee, du musst quasi das nächste Telefon jetzt finden. Und irgendwo. Aber wie soll ich denn jetzt da hochkommen? Ist also. Der Weg, ne? Irgendwo hat sich jetzt irgendwie eine Treppe geöffnet oder irgendwas.
jemand durch die Tür. Achso. Ach, das Telefon ist hier weg. Ach, nee, ist klar. Was? Hast du mir immer noch erstaunt, dass das Gegenstände hier verschwinden in diesem Spiel? Wo bin ich hier? Geschlossen. Only I could help him. Only I can help you. Was? Ach Gottchen, jetzt bin ich hier. Da hinten ist irgendwas. Oh, das wäre gar nichts für mich. Bei Höhenangst habe ich gar nicht, aber trotzdem unangenehm. Na, ich glaube, da würde sich jeder wohl fühlen. Okay. So, okay. Ah, guck mal hier. You promised. Hätten wir jetzt noch irgendwo eine andere Nummer finden müssen? Nee, nee. Du musst jetzt alle die Telefone. Oder doch? What? Was? Das war nicht die richtige Nummer. Okay, dann lass uns doch mal umschauen. Vielleicht finden wir noch irgendwo eine Nummer. Okay, dann gehen wir nochmal kurz zurück. Bestimmt hier. Irgendwo. Du hast sie auf dem Bild gesehen, ne? Also das, The Number? Okay, was war das? Ich kann jetzt bloß hoffen, irgendwie, dass wir nicht immer nach unten müssen. Ich weiß zwar jetzt auch leider nicht mehr, wie es war, irgendwie. Dass sich die Nummer unten auf dem Bild immer ändert. Na, das wär's ja jetzt. Na, ich hab das als sehr, sehr nervige Passage im Hinterkopf behalten. Also, ich kann nicht nach unten, ne? Weil hier ist kein Durchgang. Okay, dann muss irgendwo hier die Nummer sein. Also, hier oben in der oberen Etage. Okay. Okay. Die Frage ist, wo? Kann die irgendwo weiter wegstehen? Also irgendwo hier drüben auf der Wand oder so? Auf der anderen Seite? Ja, möglich ist alles. Kannst ja mal kurz irgendwie die Mail da anschauen. Vielleicht erkennt man da irgendwo irgendwas. Also da unten sehe ich noch die 363, aber die war es ja nicht. Hast du noch was auf deiner Stirn zu stehen? Nee. Bist du dir sicher, dass das mit der 363 nicht funktioniert hat? Und die 3 war relativ lappig gewählt, bin ich dabei. Ja, vorhin, wo ich das gedrückt hatte, die richtige Ziffer, ich muss ja gedrückt halten. Hm? Und dann hat er eigentlich quasi losgelassen. Und bei der 3 konnte ich jetzt einfach hintereinander weg, bei gedrückt halten, hätte er hintereinander weg die 3 gewählt. Also ich würde jetzt mal die vage Vermutung aufstellen, dass es auf jeden Fall nicht mit der 3 beginnt. Weil dafür war es gerade alles... zu schnell. So. Jetzt haben wir nach unten. Nicht. War hier hinter der Tür irgendwas? Ist hier noch irgendwas abgebildet? Nee. Auch nicht. Hier irgendwas noch zu stehen? Ich meine, ich kann es nochmal probieren. Ne? 3. Das Problem ist, guck mal, wenn ich gedrückt halte, macht er das. Das hat er unten nicht gemacht. Hm, okay. Ich könnte jetzt mal ausprobieren. Okay, die 1 zieht er sofort durch. Die 2 auch. Sollte wahrscheinlich mit einer 8 anfangen. Ja, aber die
Also, klar, wir können es jetzt ganz stumpf durchprobieren irgendwie, aber die Nummer muss ja irgendwo zu finden sein. Ja, ist richtig. Also, denn... Aber wo? Anzahl der Gemälde zufällig oder so? Aber ey, da sind wir ja am Zählen, das ist ja... Ich denke, die Zahl sollte auch etwas eindeutiger sein, irgendwie. Das sind Beine. Oh, sitzt jemand. Jemand beobachtet uns. Kann ich eigentlich runterfallen? Gibt's Fallschaden? Kannst du fallen? Ja. Ja, kann ich. Okay. Okay, wir sind wieder oben. Okay, wir können ja hier nochmal kurz ganz in Ruhe gucken. Wir uns jetzt mal hier uns um. Ich hätte jetzt auch gedacht, dass es irgendwie an diesem Gemälde irgendwie abzuzeichnen wäre. Ja, wäre, würde Sinn machen, ne? Ja, das halt auch schon so exponiert ist, aber... Hallo? Aber ansonsten habe ich auch nichts, ne? Oben, unten ist nichts, ne. War das nicht, dass wir das irgendwo sehen konnten? An irgendeiner Stelle? Hier noch was? Nee, ne? Nee, nee, hier ist nichts. Acht, fünf, acht. Ja. Da unten ist es. Siehst du nicht, hat er recht. Mit der 8 fängt es an. Nö, nö. Chat, falls ihr neu dabei seid, ne, nicht wundern. Der Stevie, der hat heute Spaß. Unter ihm wird gebohrt. So. Gehen wir mal ein. 8. 5. 8. Was? War das nicht richtig? Habe ich mich verlesen? Achso, vielleicht wäre es mit einer 853. Also, man kann sich auch mal vertun. Ach du Scheiße, da drüben ist eine Puppe. So, wir gucken jetzt schon mal nach, nach Nummern. 853, nee. Nee. Das ist aber auch ein, naja. Muss ich jetzt hier rüber? No. Ja, ist klar. Wir bauen uns eine Brücke. Aus Türen und Gemälden und weiteren Türen. Hier komme ich nicht rein. Ja, gut. Irgendwas hier zu bedeuten, die Jungs und Mädels. Anscheinend nicht. Ach guck mal, da steht eine 5 schon mal. Da steht eine 8. Oh Gott, hier sind so viele Zahlen. Guck mal, okay. Die Zahlen von den Bildern, die im Raum sind. Also die 3 quasi, mit der 3 fängt es an. 5. Und wo ist der andere Hansel?
4. Ist das der da? Ja, echt? Ja. Hast du recht. Was hab ich gesagt? Was hast du gesagt? 8? Nee. Was? Nee, 3. 3, 5, 4. 3, 5? Wieso? 5 ist die Dame. Ja. Deswegen 3, 5, 4. Weil wenn es jetzt die Reihenfolge ist, ist ja, es ja, Ihmchen, ja. Ihmchen, schon, Ihmchen. Ja, schon richtig, alles gut. Achso, weil du gerade gesagt hast, wie ja, ist alles gut, Benni, hätte ich gesagt. Achso. Okay. Verwirr mich doch nicht! Das Spiel macht mich schon kaputt genug! Ey, wo? Ey, wo? Jetzt wieder zurück, oder was? Nö. Ja, only up. Das ist aber ein anderes Spiel! Oh, hier geht's weiter, okay. Oh Gott! Ich geh mal jetzt hier rechts rum. Alter, Oma Wetterwachs! Warum? Oh Gott! Was denn jetzt? Was denn? Ich bin da durchgefallen. Warum kann ich da durchfahren? Hey, hey! Tschüss, Telefon. Oh, ich bin gefangen! Oh, doch nicht! Oh Gott! Okay, ich bin doch weg. You deserve this. All of it. All of it. I needed something to add the... How should I put it? Final touches. A finger. I needed a finger. Chopped it off. Easier than sawing a leg. Washed it, dried it in an oven, fell asleep. Almost burned it. Will I manage to pull this off? Er ist eingeschlafen, wo er den Finger in den Ofen zum Trocknen gelegt hat. Was ist also? Ja, okay. Kann man machen. Gegen die Praxis. Ich muss sagen, dadurch, dass ich jetzt gerade hier gelandet bin, fühle ich mich ein bisschen sicherer. Minimal. Warte mal. Hörst du das? Ist das unsere Tochter? Also ich höre jetzt Geplätscher. Wir können Kinder weinen. Und ich sehe hier unser Bild, was wir nicht vervollständigt haben. Geh mal bitte zum Kinderzimmer. Kinderzimmer? Gott, was liegt denn hier alles noch? Is this supposed to be funny? Was ist das jetzt? Hey. Ist abgeschlossen. Hallo? Hörst du da was? Ja, ja. Ich höre nichts. Also entweder ist das unsere Frau oder ich tippe aber eher aufs Kind irgendwie. Okay. Hier komme ich immer noch nicht rein. Ja, ist denn vielleicht eine Frequenz, die ich nicht mehr höre? Hörsturz. Oh, stop looking at me like that. Was höre ich dafür, um zu besser? Achso, das sind die ganzen Sachen, die wir eh schon gefunden haben. Na, dann gehen wir doch mal in unsere Galerie und malen wir unser Gemälde weiter. Mal gucken, was jetzt draus wird. Mhm, unsere geliebte Frau. Ja, aber nur so, da fehlt noch ein bisschen was, ne? Da ist nicht alles. Aber da jetzt, wo ist unser Dokument? Hier. Aber dich, Gast, selbst jetzt, du musst es spüren. Verloren allein, hoffnungslos, endlich verstanden. Du wirst immer den Kern der Wahrheit. Es gibt immer noch einen Ausweg. Beende es. Ja. Sagt uns leider immer noch nicht so viel. Aber. What? Trial and error?
Hey, Versuch und Irrtum wird das übersetzt, ja? Okay. In the end, what he needed was a sharp focus. He had to finish it. So, dann brauchen wir jetzt das letzte Stück für unser Magnum Opus. In any case. Ich wollte es mal ausprobieren, ob er weiterredet. Aber er macht's nicht. Kann ich mir das jetzt... Aber ich kann es auch nicht anderweitig... Nee, okay. Gut, wir haben kein Inventar. Sorry, Chat. Sorry, YouTube. Ich wollte es mal testen. Oh Gott. Home sweet home. Wie? Was? Home sweet home. Was ist denn daran sweet? Okay. Dear utterly despised traitor. Come. You turned on me in time of need. We'll worry about it later. Seine Schrift echt cool. Gefällt mir sehr. Now you have your prize. Watch our demise. One last spectacle by a half-dead couple. A feast for your ears and eyes. Aha. Und diese Figuren, also ich weiß ja immer nicht so. Oh, das sieht nicht gut aus. Hat so ein bisschen was von Alien. Auditorium is ready. Hä? So, Stuhltanz. Na, dann gehen wir doch mal hier durch. Okay, was? Ja, nicht. Ist halt von alleine gerade zurückgegangen, ja? Nee, das war ich. So. Weil ich... Ich seh... Ich hab die Taschenlampe. Ich hol die Taschenlampe raus, ich seh nix. Okay, was haben wir hier? Why would I need that? Are you insane? Aber er nimmt's mit. Okay. Wenn ich sie jetzt noch ausrüsten könnte... Ja, okay. Was willst du denn mit einer Muskete? Gegen sie da ankämpfen. Genau du. Das ist ja nuscht es. Delirious. Was denn? Was? Mann. Our most precious silverware. Aber der ist aber schlecht geputzt. Ja, geputzt, der ist ja ein Teil weggebrochen. Na, ordentlich in den abgebissen. Aber der Kuchen so lecker, dass die Hälfte vom Löffel auch noch mit drauf gegangen. Ah, im Ofen. Oh, was haben wir? June! Don't forget! Das ist zum Beispiel jetzt eine. Ich weiß jetzt nicht, das Bild ist. Das ist ja was anderes. Aber ich werde extra darauf achten, wenn wir hier wieder so ein gezeichnetes Bild haben. Tu dies. Ob das so und so ist. Ach du Scheiße. Nothing will stop me from finishing it. Mhm. Just a little bit more and it will be finished. Okay. Finished. Just finish it. It. So sieht's bei mir aber auch am Schreibtisch aus. Das sieht überall so eine Haikus. Find it and finish it. Finish. War auch schön eingesprochen. Finish. Ja, ein Stück Leinwand. Sonst noch hier was? Also gibt's noch einen Finish? Ah ja, finish, das ist no other way. Also nur, falls wir noch nicht ganz verstanden haben. Ich glaube, wir sollten irgendwas beenden. It cannot be undone. Das kann nicht ungeschehen gemacht werden.
I always strive to be the best friend I can to you. I still do when I say, I won't come to this event of yours. I think you should just abandon this idea. There will Kim be Tag no sagen, erstmal gleich mit so einem Jumpscare hinkommen, oder was? Was ist los mit dir? On the other hand, it seems it's the only thing you're interested in lately. Vor allem, ich habe gerade was getrunken. Währenddessen haut Jojo da diesen Alert raus. Was? Das sieht schon echt cool aus, irgendwie diese schwarze glänzende und dann im Kerzenschein. Schon geil gemacht. Also diese Ölfarbe, ne, was ich da darstellen soll. Europalette! Nicht sogar verschieben, ja. Schwur. Was hab ich jetzt gemacht? Was hast du jetzt gemacht? Ich kann es wieder davor schieben. Wieder davor gemacht. So! Dann ist ja ordentlich. Aber ich konnte... Hä? Graf ich was nicht? Na, vielleicht hat sich jetzt irgendwas geöffnet dadurch. Ja, die Tür. Toll. Da wollte ich auch unbedingt rein. Ja, sie beobachten mich. Gucken wir uns erstmal kurz nochmal hier um. Jetzt war es hier wieder was übersehen. Wie sowas zum Beispiel? Ach toll, eine Puppe. Ach toll. Right. Just one more can. Be ready. Look at you. Who's a dead boy? Who's a dead boy? Who's a dead boy? He's a good boy. Meine Fresse. Der hat doch so ein Ei am Kreisen, der Typ, ey. Wahnsinn. Mhm.